Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, schön, dass Sie auch bei unserem letzten Forum Museum in diesem Jahr uns die Treue halten. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer heutigen Abendveranstaltung. Ich bin Oberstleutnant Schlaffer, der Direktor des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr mit den Standorten in Dresden, auf der Festung Königstein und in Berlin-Gatow. Es ist keine allzu steile These, wenn ich behaupte, dass der 24. Februar 2022 ein historisches Datum ist und bleiben wird. An diesem Tag begann Russland unter dem rhetorischen Deckmantel der sogenannten Spezialoperation den Krieg gegen die Ukraine. Seitdem steht über allen Diskussionen zum Verhältnis zwischen Deutschland und Russland die Frage, wie wir es nun mit Russland weiter umgehen und halten wollen. Auch heute ist diese Frage gegenwärtig. Sie steht aber nicht im Zentrum unserer Veranstaltung, weil die Antwort darauf nur eine persönliche Meinung ausdrücken könnte. Das Militärhistorische Museum ist aber wissenschaftlichen Standards verpflichtet. Dazu gehört auch, die Dinge mit Distanz auf Basis von Quellen und Fakten zu betrachten. Darüber hinaus ist für uns als historisches Museum eine Conditio sine qua non, dass die Gegenwart das Ergebnis von vergangenen Entwicklungen und Prozessen ist. Und um diese Entwicklungen mit ihren Diskontinuitäten und Kontinuitäten geht es uns heute Abend in dieser Veranstaltung mit dem prägnanten Titel Tödliche Liebe über das deutsch-russische Jahrhundert. Wenn also unsere Podiumsgäste über die spannungsreichen deutsch-russischen Beziehungen diskutieren, dann aus einer historischen Perspektive heraus, um letztlich die Gegenwart besser verstehen zu können. Erlauben Sie mir nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ihnen die Gäste des heutigen Abends näher vorzustellen. Ich freue mich, mit Herrn Professor Dr. Stefan Kreuzberger, einen renommierten Osteuropa-Historiker, begrüßen zu dürfen. Herr Kreuzberger studierte von 1982 bis 1988 osteuropäische Geschichte, mittlere und neuere Geschichte sowie Wissenschafts- und Sozialgeografie in Frankfurt am Main, Tübingen und auch in Bonn. 1995 promovierte er mit einer Arbeit über den Einfluss der sowjetischen Militäradministration auf das politische System der sowjetischen Besatzungszone. Danach arbeitete er als stellvertretender Chefredakteur bei der Zeitschrift Osteuropa. Doch die Wissenschaft ließ ihn nicht mehr los. Von 2001 bis 2007 war er wissenschaftlicher Hochschulassistent an der Universität Potsdam und er habilitierte dort mit einer Arbeit über die politische Kultur im Kalten Krieg. Seit 2013 ist er Professor für Zeitgeschichte an der Universität Rostock und Leiter der Forschungs- und Dokumentationsstelle des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Geschichte der Diktaturen in Deutschland. Seine jüngste Veröffentlichung, Zitat, das deutsch-russische Jahrhundert, Geschichte einer besonderen Beziehung, Zitat Ende, im März dieses Jahres war für den Deutschen Sachbuchpreis und den NDR Sachbuchpreis nominiert. Aufgrund des aktuellen Krieges erhielt er zu Recht große Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, dass Sie heute unser Gast sind und heiße Sie herzlich im Militärhistorischen Museum der Bundeswehr willkommen. Mit ihm zusammen wird Frau Dr. Tatjana Timofejeva einen Blick zurück auf das deutsch-russische Jahrhundert werfen. Frau Timofejeva promovierte 1991 über die Sozialpolitik während der deutschen Novemberrevolution 1918-1919. Sie lehrte an der Lomonossow-Universität in Moskau und arbeitete für das dort ansässige Deutsche Historische Institut. Zu ihren Forschungsinteressen gehören die vergleichende Geschichte der totalitären Regime in Deutschland und Russland während des 20. Jahrhunderts sowie das Thema Beutekunst. Aufgrund der derzeitigen politischen Verhältnisse flüchtete Frau Timofejeva in diesem Jahr nach Deutschland, wo sie als Wissenschaftlerin von der Viadrina-Universität in Frankfurt an der Oder aufgenommen wurde. Sehr geehrte Frau Dr. Timofejeva, ich heiße Sie herzlich willkommen im Militärhistorischen Museum der Bundeswehr. Applaus
Schließlich möchte ich Ihnen die Moderatorin des heutigen Abends, Frau Dr. Christiane Janecke, vorstellen. Auch sie ist eine ausgewiesene Osteuropa-Historikerin. Sie studierte allgemeine Geschichte, osteuropäische Geschichte und Slawistik in Bonn, Berlin und Moskau. 1997 promovierte sie an der Freien Universität in Berlin. Im Anschluss war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin und stellvertretende Leiterin der Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen tätig. Seit den 2000er Jahren verschob sich ihr Arbeitsfeld zunehmend in den musealen Bereich. Und das ist sehr positiv für uns wiederum. Von 2006 bis 2008 leitete sie das Deutsch-Russische Museum in Berlin-Karlshorst. In unterschiedlichen Funktionen war sie außerdem für das Deutsche Historische Museum in Berlin, für das Schweizerische Nationalmuseum, für die Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung und das Alliiertenmuseum in Berlin tätig. Seit 2020, Gott sei Dank, ist sie die wissenschaftliche Leiterin und Abteilungsleiterin Museumsbetrieb Dresden des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr. Sehr geehrte Frau Dr. Janecke, wir sind uns zwar in der Vergangenheit und auch heute schon mehrfach begegnet, dennoch möchte ich Sie auf dem Podium herzlich willkommen heißen und bedanke mich sehr, dass Sie die Moderation übernehmen. Sehr verehrte Gäste, wie bei unseren Veranstaltungen üblich, werden Sie sich nach dem Gespräch mit Fragen oder Kommentaren beteiligen können. Bitte treten Sie dazu an das vorbereitete Standmikrofon, hier zu sehen. Stellen Sie bitte eine kurze und prägnante Frage und halten Sie bitte, auch wenn Sie sich noch für so berufen halten, kein Co-Referat. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit, freue mich sehr auf die Diskussion und übergebe nun an Frau Dr. Janecke. Vielen Dank, Herr Dr. Schlaffer. Ich möchte meinerseits die Gäste auf dem Podium sehr herzlich begrüßen und auch Sie, meine verehrten Damen und Herren, im Militärhistorischen Museum hier in Dresden. Herr Schlaffer hat es schon gesagt, es geht uns heute um die historische Perspektive der deutsch-russischen Beziehungen, wenngleich sich die Belastungen, der diese Beziehungen derzeit ausgesetzt sind, sicher nicht ganz aus der Diskussion werden heraushalten lassen. Wir haben unsere Ankündigung für diese Veranstaltung mit einem Foto versehen von einem Graffiti des Künstlers Dimitri Vrubel, Tödliche Liebe, aus der East Side Gallery in Berlin von 1990, auf dem der Bruderkuss zu sehen ist zwischen Leonid Brezhnev und Erich Honecker. Und ich habe bei den Recherchen gelernt, dass das tatsächlich ein sehr inniger Kuss war. Ich möchte Ihnen nur einen einzigen Satz aus dem Wikipedia-Beitrag zitieren, der sich auf wissenschaftliche Literatur bezieht. Es ist in epischer Breite dargestellt, wie es dazu kam. Und dann daraufhin neigten er und Honecker die Köpfe etwas zur Seite, wobei die Nackenhaut über Brezhnevs Kragen Falten warf. Zärtlich ineinander verschlungen, drückten die beiden grauen und faltigen Männer ihre Lippen aufeinander und hielten dabei die Augen innig geschlossen, um sich ganz dem Moment hinzugeben. Für mich war das neu. Ich dachte immer, das sei inszeniert. Aber das ist sicherlich eine Seite, die uns auch etwas über die deutsch-russischen Beziehungen oder deutsch-sowjetischen Beziehungen zu diesem Zeitpunkt sagt. Interessant bei dem Graffiti fand ich die Information, dass der Künstler selber gar nicht so sehr an diese innige Liebe dieser beiden Politiker gedacht hat, sondern er hatte selber Liebeskummer zu diesem Zeitpunkt. Und damit haben wir eigentlich zwei Aspekte der Beziehung und die ganze Ambivalenz, und das ist schon das Stichwort für den heutigen Abend, in einer Nussschale. Echte Zuneigung, politisch instrumentalisierte Verbindungen, schmerzvolle Beziehungen und, ohne jede Ironie, tödliche Konfrontationen. In dem Text, den wir zu dieser Einladung geschrieben haben, sagen wir, dass es kaum andere Staaten auf der Welt gibt, die während der letzten 100 Jahre so annähernd, so nachhaltig durch Krieg, Revolution, durch Terror und Gewalt sowie Abgrenzung und Verständigung geprägt worden sind und immer wieder das Weltgeschehen maßgeblich beeinflussten. Es sind offensichtlich ganz besondere Beziehungen, über die wir heute sprechen, und dieser Frage möchten wir nachgehen. Sind sie besonders und wenn ja, eigentlich warum? Der Anlass für diese Diskussion ist neben der allgemeinen Relevanz des Themas natürlich, und auch das hat Herr Dr. Schlaffer bereits erwähnt, das Buch von Herrn Professor Kreuzberger. Ich habe es hier auch nochmal mitgebracht.
und das vielleicht die ein oder anderen von Ihnen auch schon gelesen haben. Wir werden gleichwohl keine klassische Buchpräsentation vornehmen, aber die darin formulierten Linien und Meilensteine geben uns auf jeden Fall einen Leitfaden für den Abend. Die Diskutantin und der Diskutant wurden Ihnen bereits vorgestellt und ich möchte im Rahmen der Vorstellung nur eine Frage noch anschließen an Sie, Frau Timofejeva. Wir haben das vorher abgesprochen. Ich darf Sie das fragen, weil ich denke, dass das vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessant ist. Vielleicht sagen Sie noch mal, warum sind Sie aus Russland geflohen? Wie haben Sie das empfunden und wie sind Sie jetzt in Deutschland angekommen und wie gehen Sie mit der Situation um? Danke, Frau Jeneke. Also danke für Sie, für das Interesse, für das Vertrauen. Also ich hätte gerne eine andere Frage stellen. Warum sind meine Kollegen geblieben? Meine Kollegen, mit denen ich 30 Jahre in der Uni war, an der Uni war, an der Historischen Fakultät, meine Kollegen, die so genauso oder viel mehr, ja, also als ich mit Deutschland verbunden waren, so viel auf die Konferenzen teilgenommen haben und so weiter und so fort. Ich bin leider alleine von unserem Lehrstuhl für neunte Geschichte, also für Zeitgeschichte, für Weltgeschichte. Ich bin ausgereist. So, warum denn? Naja, zuerst hatte ich wirklich, wie viele, ich denke, ich hoffe, wie viele, so einen Schock. Ja, das war so ein Schlüsselwort dafür, dass wir damals also gedacht haben. Am 21. Februar hat mir meine gute Freundin aus Berlin geschrieben, Tanja, gibt es Krieg? Ich habe geantwortet, nein, um Gottes Willen, ja, von Russland, also ein Krieg gegen die Ukraine, das ist nicht. Und dann so war ich also, naja gut, also als der Präsident dieser Volksrepubliken, die selbstgenannten Volksrepubliken anerkannt hat, habe ich alles verstanden. Ja, und die letzte Nacht habe ich nicht geschlafen. Und am 24. Februar um 9 hatte ich Unterricht, also deutsche Geschichte. Und mein Fach ist deutsche Geschichte. Ich habe alle diese Jahre so Interesse für deutsche Geschichte gehabt. Das war auch also ein Grund dazu, meine Familiengeschichte. Also die Familie war stark unter Stalins Repressalien gelitten. Ja. Einige Vertreter, meine Uropas, wurden erschossen. So habe ich sehr naiv gedacht, also als Studentin noch, die Deutsche, warum hat man sowas gemacht? Ja? Und ich habe gedacht, die deutsche Geschichte, also Geschichte der Nazizeit, ist ein bisschen, fremder sozusagen. Ja, das ist nicht mein Land. Ja, und jetzt war es mein Land. Ja? Und ich habe um 9 Uhr also Unterricht noch online gehabt, also für deutsche Geschichte und zwar für Machtergreifung 33. Stellen Sie sich vor, ja? Meine Studenten waren alle anwesend, also in Zoom. Und ein Junge, Georgi Prosjanik, das ist so ein ukrainischer Name, also er saß in diesem gestickten Hemd, ukrainischen Hemd, und ich sah seine Tränen. Ja, das war verrückt. Ja, aber ich sollte meine Arbeit machen. Ja, ich sollte den Unterricht geben, über Machtergreifung sprechen und dann weiter über die Außenpolitik und so und so und so. Ja, und dann habe ich das gemacht, aber ich habe gedacht, also das kann ich nicht, das darf ich nicht weitermachen. Erstens, also war es mir also so deutlich bekannt, ja, was passiert. Ja, das war, das kam so unerwünscht. Ja, ich habe wirklich meine Respondenten, die also Zeitzeugen aus Deutschland so gut verstanden. Und zweitens, wir bekamen ab sofort viele neue Gesetze. Und zwar alle gegen Meinungsfreiheit, gegen Proteste und so weiter und so fort. Ich werde nicht so leicht lange sprechen, aber wenn Sie also wirklich über diese schwere Entscheidung also gefragt haben, es war mir klar, ich kann das also nicht weitermachen, wie ich vorher gemacht habe, wie ich immer machte. Aber in Deutschland kann ich vielleicht was
gegen Putin und für Russland also machen, für Russland, wo ich gewachsen bin, ja, und für mein Land eigentlich. Und ich kann was für die Ukraine machen. Also ich habe immer gedacht, Völkerhass, das ist am schlimmsten. Und das ist das, was Putin will, wirklich. Also nicht nur militärische Herrschaft oder Sieg oder ich weiß nicht was. Also er will den Hass, also diese Hassgefühle irgendwie, ja, also erwachen oder sowas. Und dann werden die Leute das weitermachen, was er will. Ja, und deshalb war es mir klar. Also, und jetzt bin ich hier und herzlichen Dank, das ist auch das, was ich machen kann. Ja? Entschuldigung. Vielen Dank. Wir machen jetzt einen Bogen zurück in die Geschichte. Herr Kreuzberger, Sie haben dieses Buch ja selbstverständlich sich für das Thema entschieden, aber Sie haben auch das Buch beendet vor diesem Krieg. Und es gibt ja keinen Mangel an Publikationen zu den Beziehungen zwischen Deutschland und Russland. Und mich interessiert die Frage, also wenn ich sage mal ein paar Beispiele, zuletzt Irina Scherbakowa, Karl Schlögel 2015, Katja Glogner, Gerd Köhnen, da kriegt, glaube ich, jetzt 2023 sogar eine neue Auflage, der Klassiker von Sebastian Haffner. Warum haben Sie sich für dieses Thema entschieden? Warum haben Sie dieses Buch geschrieben? Gibt es eine deutsche Obsession, was Russland betrifft? Ja, erstmal einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren, und vielen Dank für die Einladung. Und ich freue mich ungemein, dass so ein großes Interesse da ist für die heutige Veranstaltung. Und es ist mir eine große Ehre, mit Tatjana Timofejewa heute dieses Podium bestreiten zu dürfen. Eine Russland-Obsession, nein, was war für mich der Antrieb, sich damit nochmals auseinanderzusetzen? Es ist eine gewisse Leidenschaft, es ist sozusagen auch einige Jahrzehnte meines wissenschaftlichen Wirkens und Erkenntnisse, die im Laufe der Jahre mit in dieses Buch eingeflossen sind. Aber für mich der unmittelbare Anstoß war der völkerrechtswidrige, ja, die Annexion, die Vorgeschichte, das Präludium sozusagen dessen, was wir seit dem 24. Februar 2024 erleben, der Krim. Und die Diskussion, die wir plötzlich in Deutschland hatten, es gab ein Buch einer renommierten, langjährig bekannten ARD-Korrespondentin, Frau Krone-Schmalz, die ein Buch Russland verstehen schrieb, und plötzlich brachen die Diskussionen los. Und da gab es auf der einen Seite die sogenannten, man bezeichnete sie als sogenannten Russlandversteher, und auf der anderen Seite die kritisch den Blick darauf hatten, das waren die Kalten Krieger. Und für mich war völlig klar, so können wir nicht diskutieren. Darüber hinaus, natürlich müssen wir Russland verstehen. Es wäre ja auch sehr, auch analytisch betrachtet und von der Historie her betrachtet, sehr ahistorisch, wenn wir uns nicht bereit fänden würden zu verstehen. Wir müssen auch vergleichen. Verstehen heißt aber nicht billigen. Und das sage ich in aller Deutlichkeit, das, was bereits 2014 lief, beziehungsweise schon vor 2014 unter Putin, wir sprechen ja zwischenzeitlich von einem System Putin, das billige ich nicht, das lehne ich ab. Aber man muss zumindest verstehen, wie kommt es dazu, wie ticken die Leute. Und wir kommen auch über den Schlagabtausch Russland-Versteher, despektierlich Russland-Versteher oder despektierlich kalte Krieger genannt, nicht weiter. Und so habe ich mich rangesetzt mit der Frage, jetzt muss man doch mal zurückblicken. Das ist mein Auftrag auch als Zeithistoriker, etwas anzubieten. Und ich habe es bewusst nicht in einem Wissenschaftsverlag veröffentlicht, sondern ich habe ganz bewusst einen Publikumsverlag gewählt mit wissenschaftlichem Anspruch, den ich vertrete, mit Archivalien, mit Quellen, mit Forschungsliteratur, aber ganz bewusst immer eine breitere, historisch interessierte Öffentlichkeit im Blick. Und deshalb, wie gesagt, freue ich mich sehr über das große Interesse hier. Sie sind meine Klientel, die ich ansprechen möchte, es zumindest anbieten möchte, sich damit auseinanderzusetzen und der Frage nachzugehen, was sind die Ursachen dafür? Und Sie haben gerade in Ihrer Anmoderation gesagt, also die tödliche Liebe, oder Sie haben eine Reihe von Titeln angeboten. Ja, der Blick auf Russland oder auf das deutsch-russische Verhältnis ist oftmals so auf Begriffspaare wie Freund-Feind, tödliche Liebe. Ich möchte es allerdings nicht nur darauf reduzieren. Sie haben es auch in Ihrer Anmoderation gebracht. Meine These ist es, ja, ich bekomme einen differenzierteren Blick auf das, was für mich dieses lange 20. Jahrhundert ausmacht, indem ich feststelle, es ist Revolution und Umbruch, es ist Terror und Gewalt und es ist Annäherung und Abgrenzung, Zusammenarbeit. Das, was dieses, was ich sage, deutsch-russische Jahrhundert am Vorabend des Ersten Weltkrieges
mit der Oktoberrevolution bis in die Gegenwart ganz maßgeblich geprägt hat. Also ein anderer Blick, ein differenzierterer Blick, den man so über das reine Freund-Feind-Schema nicht gewinnen wird. Das heißt, da möchte ich gerade noch mal nachfragen, das heißt, Sie würden, weil das wäre auch eine meiner Fragen gewesen, Sie benutzen ja sehr häufig das Wort Ambivalenz und haben es auch gerade noch mal erklärt, einen sehr differenzierten Blick, den Sie auch in dem Buch auf die Beziehungen werfen. Aber wenn man jetzt sich die einzelnen oder herausgegriffene Meilensteine oder Momente, an denen diese Beziehung besonders prägnant wird, anschaut, ist es dann nicht doch so, dass es einige Menschen gibt oder einen Teil dieser innerhalb dieser Beziehung, die tatsächlich geprägt sind von einer tiefen Freundschaft und auf der anderen Seite von einem großen Hass und auch einer großen Feindschaft. Das heißt also wirklich eher ein Schwarz-Weiß-Bild, was ja in dem Wort Ambivalenz so nicht drin ist. Ja, aber etwas, man könnte natürlich auch sagen, ja, natürlich hat es auch enge deutsch-russische Beziehungen schon vor 1917 gegeben, auch im vorrevolutionären Russland. Ich kann weiter, es gibt Autoren oder eine Kollegin, die ein Buch im Grunde geschrieben hat, die das deutsch-russische Verhältnis vom Mittelalter her einmal durchspielt. Das kann man tun. Ich glaube aber, die Besonderheit, die mir bewusst geworden ist, und das ist ja in der Regel immer so, wenn Sie ein Buch schreiben, sind Sie als Autor derjenige, Frau Timofey, wenn Sie mir zustimmen, oder Sie haben ja genauso auch mit Ihrer Dissertation, man lernt ja selbst am meisten. Also, und es ist ein Privileg, sowas machen zu dürfen. Aber eine Besonderheit, die Sie so in den früheren Jahrhunderten nicht finden, das ist zum Beispiel Revolution und Umbruch. Das ist ein Charakteristikum, das wirklich für das Jahr 1917, für die Oktoberrevolution und auch für das Verhältnis von russischen Revolutionären, ich denke an Wladimir Lenin, der hier plötzlich von der Februarrevolution in der Schweiz, in Zürich, im Exil kalt erwischt wird und sich krampfhaft überlegt, um Himmels Willen, wie komme ich nach Petrograd? Bei der Fünferrevolution hat es nicht geklappt. Und dieser Wladimir Iljitsch Lenin will die Macht ergreifen. Das ist eine Gruppe von Berufsrevolutionären und es sind deutsche Militärs, es ist das deutsche Auswärtige Amt. Sie kennen alle die berühmte Geschichte der Eisenbahn, der plombierte Eisenbahnwagen, der da dann von Zürich durch Deutschland fährt. Zu meinen Studenten sage ich dann immer, naja, und dann sind wir in Vorpommern und dann fährt er Sassnitz und dann setzt er über nach Schweden. Also der diesen Weg nimmt, natürlich nicht in dem Bewusstsein die deutsche Hilfe, dass der am Ende dann die Revolution macht. Und das ist, meine Damen und Herren, machen wir uns noch nichts vor. Das Jahr 1917 oder die Oktoberrevolution ist der Beginn des Ost-West-Konflikts mit deutscher Hilfe, der beginnt. Und es ist die Sowjetmacht, weil Sie sagten, so ein paar Meilensteine, wenn man sie vergegen 17 ist so ein Meilenstein. Mit deutscher Hilfe wird dieses revolutionäre Russland, setzt sich dieses Regime, setzen sich diese Bolschewiki, setzen sich durch. Es ist die deutsche Hilfe 1922 mit Rapallo. Die Sowjetmacht hat gerade den Bürgerkrieg überstanden, überlebt. Es hängt am seidenen Faden und es sind die Deutschen, die beiden Parias des internationalen Mächtesystems nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, die hier mehr oder weniger zusammenkommen müssen. Es bleibt gar nichts anderes übrig und sie arbeiten über ideologische Grenzen hinweg pragmatisch zusammen. Wir kommen sicherlich gleich noch auf weitere dieser Meilensteine, aber ich würde gerne Frau Timofejewa fragen, was die Literatur und auch den Blick auf den anderen in Russland betrifft. Wir hatten jetzt einige Titel genannt, dieses Buch kommt jetzt dazu, einige deutsche Bücher sind ins Russische übersetzt, es gibt ja auch gemeinsame Werke über die Beziehungen zwischen deutschen und russischen Autoren und selbstverständlich haben auch russische Autoren und Autoren darüber geschrieben. Aber mein Eindruck ist, dass das weniger ist als in Deutschland und meine Frage ist ganz grundsätzlich, wie wichtig, glauben Sie, ist das Thema der Beziehungen zu Deutschland in Russland oder geht es vielleicht, wenn aus russischer Perspektive, eher um das Bild vom anderen, was ja was anderes wäre? Sie haben das, glaube ich, am Beispiel der Wismut AG auch mal untersucht. Vielleicht können Sie uns aus russischer Perspektive noch mal den Blick auf die Beziehungen schildern. Ja, danke. Also ich kann zustimmen und nicht zustimmen. Also ich meine wirklich, ich bin genauso fasziniert von der Zeitgeschichte wie Professor Kreuzberger. Ja, das ist mein Fach, das ist meine Epoche selbst. Aber also ich kann sagen, das Thema Deutschen in Russland ist natürlich also viel tiefer und in der Geschichte, und Sie haben gesagt, also über Mittelalter als das 20. Jahrhundert. Und man macht ziemlich viel, und zwar nicht nur so die Leute, die sich mit
zum Beispiel deutsche oder englische Geschichte also befassen, sondern die Kollegen, die sich überwiegend mit russischer Geschichte forschen. Sie machen ziemlich viel, und zwar für die frühere sozusagen Geschichte der Rolle, also insgesamt vom deutschen Faktor, also die Rolle von den Deutschen in der russischen Geschichte. Und das Material ist so reich, und ich kann, darf ich beginnen eigentlich, also meiner Meinung nach von der normannischen Theorie, von der russischen Staatlichkeit, von Kiew Rus und von der ewigen Frage, ob die deutsche, gut, also Variage, ja, skandinavische Ordnung damals uns was Gutes also gebracht hat oder nicht. Ja, und, ja, aber das werden meine ukrainischen Kollegen, denke ich, also mit vollem Recht also besser jetzt erläutern als ich. Und dann kommt die ganze Zeit, die war immer irgendwie mit den Deutschen also zusammengebunden. Also ich darf nochmals wiederholen, Niemcy, Deutschen, ja? Das sind die, die Russisch nicht sprechen. Alle Ausländer waren Deutsche bei uns. Ja? Aber trotzdem, also seit der Zeit von Peter der Ersten oder noch früher, also erste Romanowi, diese Romanow-Dynastie und sowas, das waren immer Leute, die mit verschiedenen Zwecken selbst gekommen und eingeladen waren. Sehen Sie, also die russische Macht oder Land oder Elite damals, also sie hatten doch Sehnsucht. Also sie wollten also was doch vom Westeuropa zu Hause haben, also so entweder Medizin oder Theater oder sowas, und sie haben eingeladen. Das ist eine sehr reiche Geschichte, und darüber macht man also ziemlich gute also Veröffentlichungen, Ausgaben oder sowas. Aber Moment mal, warum ist das so populär? Vielleicht mehr als das Geschichte des 20. Jahrhunderts. Das ist nicht so politisiert. Das kann man irgendwie also ruhig forschen. Und das heißt also, stößt keine Gesetze, also man macht das, was im Prinzip als ehrlicher Wissenschaftler man machen soll und so weiter und so fort. Deshalb gibt es viele also Arbeiten, ich werde das jetzt nicht so nennen, aber für das 20. Jahrhundert darf ich leider sagen, also das Schlüsselwort ist der große Vaterländische Krieg. Ja? Und hier gibt es auch enorm viele von verschiedenen Seiten. Also gab es und gibt es, also gibt es viele also Forschungen und veröffentlichten Ausgaben für also diese Zeit. Sie haben jetzt beide schon auf die Beziehungen vor dem 20. Jahrhundert rekurriert. Und das würde mich jetzt nochmal interessieren, bevor wir das 20. Jahrhundert dann aber nochmal vertiefen. Sie haben schon viele Stichworte gesagt, viele Menschen denken ja auch bei den deutsch-russischen Beziehungen an Peter den Großen und den preußischen König und Katharina die Große. Sie haben selbst erwähnt, selbst Deutsche hat Deutsche eingeladen, aber auch die vielen dynastischen Beziehungen. Man könnte auch Baden-Baden ins Feld führen als Ort der Literatur und ein Ort, an dem viele Schriftsteller waren. Was unterscheidet denn die deutsch-russischen Beziehungen vor dem 20. Jahrhundert in ihrem Charakter? Sie haben es eben schon angesprochen, Herr Kreuzberger, von denen im 20. Jahrhundert. Und warum ist das ein Unterschied? Also warum konzentrieren Sie sich auf das 20. Jahrhundert in Abgrenzung zu den Beziehungen der vorigen Zeit? Ne, Frau Timofey, ihr sagt ja schon, der große Vaterländische Krieg, der für die Deutschen der Russlandkrieg war, die Ostfront, die sowjetische Westfront. Es ist das immense Gewaltpotenzial natürlich, das zunächst zu nennen ist. Und dieser Zweite Weltkrieg ist sicher das Erste, woran man automatisch denkt. Ich sage immer, es gibt keine sowjetische Familie, die nicht in irgendeiner Form durch diesen Krieg betroffen gewesen wäre. Es gibt aber genauso wenig eine deutsche Familie, die nicht irgendwelche Opfer zu beklagen hätte, die an der deutschen Ostfront gefallen sind. Das ist das eine. Wir vergessen aber darüber hinaus immer wieder auch, dass allein unmittelbar nach der Oktoberrevolution, also in den Wirren des Bürgerkrieges, der ja gleichzeitig natürlich dann zur Etablierung, zur Konsolidierung der Sowjetmacht am Ende beigetragen hat, auf der einen Seite, aber auch gleichzeitig der Versuch immer der jungen Sowjetmacht, das Sammeln
der russischen Erde, das, was man zeitweilig ja verloren hatte mit dem Ende des zarischen Imperiums, wieder zu bekommen. Und es sind die Ostmitteleuropäer, es sind die baltischen Staaten, es sind polnische Territorien, es ist die Ukraine. Ich denke beispielsweise, dass Kiew 5 bis 6 Mal in den Wirren des Bürgerkrieges allein die Machthaber gewechselt hatte. Und das war nicht nur weiße und rote Bewegung, es sind Polen, es sind die Deutschen, es ist die deutsche Armee, die zum Teil ebenfalls auch da, die zum Teil auch Schutzmacht gewesen ist zum damaligen Zeitpunkt. Es ist eine kurze Phase auch einer ukrainischen Volksrepublik, die es also auch gegeben hat. Also, und dann das ganze Geschehen in dem ostmitteleuropäischen Raum, also durch das Auflösen der Imperien am Ende des Ersten Weltkrieges und die natürlich überwiegend durch Österreich-Ungarn auf der einen Seite, sicher auch durch Deutschland, aber natürlich ganz immens auch durch das Vielvölkerimperium Russland geprägt gewesen ist. Das waren ausgesprochene brutale Zeiten. Churchill spricht von den sogenannten Pygmäenkriegen. Das sind so diese Nachfolgekriege nach dem Ersten Weltkrieg. Es war ja nicht so, dass etwa mit dem Waffenstillstandsabkommen von Compiègne plötzlich Friede in Europa gewesen wäre. Weit gefehlt. In den östlichen Regionen geht es brutal weiter. Und es sind mitunter diese Konstellationen, Deutsche und Russen, die immens also auch dazu beigetragen haben. Und das ist sozusagen ein besonderes Charakteristikum, das ich in dem Zusammenhang einfach doch unterstreichen möchte. Nicht nur der große Vaterländische Krieg, auch diese kurzen Jahre bis 22, 23. Vielleicht können Sie uns noch mal in einem Verfahrensritt mit durch dieses 20. Jahrhundert nehmen und noch mal die wesentlichen Meilensteine erwähnen. Sie hatten mit der Revolution schon angefangen und jetzt haben wir schon viele genannt, aber vielleicht können Sie einfach noch mal durch dieses Jahrhundert schreiten, wie Sie es ja auch im Buch unter verschiedenen Blickwinkeln getan haben. Genau, also ich rede ja das Geschichte einer besonderen Beziehung, dieses Jahrhundert. Und 1917, wie gesagt, der Auftakt, das ist für mich also der Beginn des Ost-West-Konflikts. Da spielt die deutsche und die russische Seite, also die Bolschewiki. Sehen Sie mir nach, wenn ich von Deutsch und Russisch spreche, das ist die Chiffre letztlich, also auch für die einzelnen Akteure, die darunter zu fassen sind. Es ist das Jahr 1922, Rapallo. In diesem Jahr haben wir im 16. April 100 Jahre Rapallo gedacht, haben es versucht zu würdigen. Im ersten Moment würde man sagen, nichts Spektakuläres, das sind diplomatische Beziehungen, die zwei Länder aufnehmen. Aber welche Länder sind es? Ja, es sind die geschmähten Länder, das Deutsche Reich, die junge, die ungeliebte Weimarer Demokratie auf der einen Seite, die Sowjetmacht, die Enfant Terrible sozusagen des internationalen Mächtesystems, die hier also auch gezwungen sind zu kooperieren und pragmatisch auch zusammenarbeiten. Und letztlich sind es die Deutschen, die 22 dazu beitragen, dass die Bolschewiki, die gerade erschöpft aus diesem Bürgerkriegszustand herauskamen, als Sieger dann am Ende hervorgingen, sich allmählich konsolidieren konnten. Es sind enge Kooperationen politischer Art, es ist ökonomisch, arbeitet man eng zusammen, es materialisiert sich für beide Seiten. Wir sitzen hier im Militärhistorischen Museum und in dem Zusammenhang muss man natürlich die geheime Zusammenarbeit von Reichswehr und Roten Armee erwähnen, die hier für beide Seiten sehr fruchtbar gewesen sind, zumal die deutsche Seite durch die Auflagen von Versailles ja überhaupt bestimmte Waffengattungen, und Sie wissen alle 100.000 und die Beschränkung, denen ausgesetzt war, was für deutsche Militärs natürlich eine Schmach gewesen ist. Und die Bolschewiki auf der anderen Seite bewunderten die militärischen Leistungen der Deutschen und man wollte voneinander lernen. Die kulturelle enge Zusammenarbeit nicht zu verschweigen, gerade die 20er Jahre sind doch prädestiniert dafür, unter anderem. Es ist das Jahr 33, meine Damen und Herren, mehr noch das Jahr 1939, das in die Annalen dieses deutsch-russischen Jahrhunderts eingegangen ist. Und ich sage immer wieder, 1939, es ist der Hitler-Stalin-Pakt, es ist an sich nichts Verwerfliches, einen Nichtangriffspakt schließen zu wollen. Aber ein geheimes Zusatzprotokoll, in dem sich diese beiden Diktatoren auf zynische Art und Weise große Teile Osteuropas untereinander aufteilen. Hitler in dem Wissen, das ist ohnehin nur vorübergehend, weil mit der Ideologie und mit dem Vorhaben, einen rassenideologischen Vernichtungskrieg im Osten führen zu wollen, war klar, das war nur ein Zugeständnis auf der Zeit. Aber es ist dann spätestens nach dem 22. Juni 1941 der deutsche Überfall auf die UdSSR, spätestens in dem Moment, kann man sagen, beginnt der unaufhaltsame Aufstieg der stalinistischen Regionalmacht Sowjetunion zur Welt- und Supermacht. Und sie geht 1945 als Welt- und Supermacht, als östliche Welt- und Supermacht hervor, die auf Augenhöhe
mit den Amerikanern in einer bipolaren Welt des Kalten Krieges, des beginnenden Kalten Krieges, das internationale Mächtesystem und Geschehen bestimmt. Und jetzt sind es nicht mehr die Deutschen, die Subjekt dieser Geschichte sind. Zunächst einmal, sie sind Objekt. Es sind diese beiden Supermächte, die befinden jetzt über die sogenannte deutsche Frage. Und es ist eher dann die Bundesrepublik, die dann spätestens 1955 mit der Westintegration, mit Adenauers Besuch in Moskau und der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zur letzten Siegermacht, die, wenn man die deutsche Frage lösen wollte, natürlich auch Kontakte haben musste, zu denen man Kontakte daraufhin auch pflegte und mit dem Effekt, dass die Bundesrepublik zumindest im westlichen Bündnis von da an und dann kommt die neue Ostpolitik und eine im westlichen Bündnis aufgrund des deutsch-russischen Jahrhunderts, aufgrund der Expertise zu einem Vermittler wird. Und es gab genügend Situationen, vor allen Dingen dann auch in Zeiten der Entspannung und des beginnenden Zweiten Kalten Krieges nach 1979, ich erwähne den NATO-Doppelbeschluss und Bundeskanzler Helmut Schmidt, der dann zwischen Moskau und auch Washington pendelte und versuchte, und auch Helmut Kohl später dann, und versuchte im Grunde der jeweils anderen Seite den anderen zu erklären und zum Teil mit Erfolg, mit Blick auf die Abrüstungsinitiativen, die ergriffen waren. Es ist das Jahr 1989, meine Damen und Herren, und es sind Deutsche und Russen oder die Sowjetunion, es sind Michail Gorbatschow, dem wir sehr viel zu verdanken haben, der amerikanische Präsident, ich sage immer wieder glücklicherweise Bush Senior, nicht der Junior, und Helmut Kohl, die mit Blick auf die internationale Dimension ganz entscheidend zum Ende des Kalten Krieges, zum Ende des Ost-West-Konflikts beitragen. Die deutsche Frage ist gelöst am Ende und wir sind alle fasziniert und wir leben in der Vorstellung, dass jetzt ein neues Zeitalter anbricht, die Charta von Paris, und wir sind so entsetzt, was im Augenblick passiert, vor dem Hintergrund dessen, dass wir uns das nicht vorstellen konnten. Frau Timofejeva, diese Meilensteine, stellen die sich aus russischer Sicht genauso dar oder stehen die alle im Schatten des großen Vaterländischen Krieges und des deutsch-sowjetischen Krieges? Ja, ich wollte gerade ergänzen, Herr Kreuzberger, es gibt eine politische Dimension und also diese Meilen, politische Meilen, die also natürlich auch die Geschichte irgendwie regieren. Ja, also, aber es gibt auch menschliche Dimension. Und zwar, also für mich war immer, Alltagsgeschichte interessant und Alltagsleben von den Leuten. Und hier kann ich sagen, also es war enorm, denke ich, also es war eine enorme Verflechtung zwischen beiden, zwischen Vertretern den beiden Völkern in Russland, also vor der Oktoberrevolution noch. Die Deutschen waren überall eigentlich, ja. Es waren genau, also die ganz gewöhnlichen Leute, die Katharina der Zweite oder noch früher, also die nach Russland eingeladen wurden und gekommen sind. Es war die Elite. Also sie schreiben selbst, also die Zitate in ihrem Buch, also die Deutschen auf dem Thron, die Deutschen neben dem Thron, also die Deutschen in der Armee, ach wo, überall die Deutschen in Russland. Es war so immer. Und es bestand wirklich nicht nur so ein Interesse, sondern eine Verpflichtung. Und menschliche Blicke, also die waren immer interessant, also weil von einer Seite war es immer, waren immer Gegensätze. Ja? Die Deutschen waren für Russen, na gut, also sauber, Ordnung, also sie brachten Ordnung, Sauberkeit, sie waren immer so gehorsam und naja, sie waren ein Vorbild einerseits. Von der anderen Seite, alles was zu viel oder zu stark ist, ist nicht so gut. Ja? So sind sie also irgendwie begrenzt, also spießbürgerlich und so weiter und so fort, werde ich nicht also wiederholen. Na gut, also wenn wir über die also Bilder von Russen, von russischen Bildern in Deutschland sprechen, dann haben wir auch genau also so viel zu sagen, aber also sagen wir nicht jetzt, also, aber es gab geheime russische Seele, die irgendwie immer also auch so war. Und das war vor, also
nicht nur vor also dem 20. Jahrhundert, sondern auch also im 20. Jahrhundert. Ich kann zustimmen, alles, was Herr Kreuzberger genannt hat, hat auch für Russland im Prinzip so eine Bedeutung von diesen Meilen in der Geschichte. Aber es war diese menschliche Dimension, die immer doch, also sogar in den nach den schwersten Zeiten, wie Krieg zum Beispiel, immer wieder diese Bedeutung und erstrangige Bedeutung also bekam. Ich kann wirklich, also wenn ich darf, ein bisschen Zitat, ein bisschen zitieren, also meine Interviews mit Wismut-Mitarbeitern, mit den sowjetischen Spezialisten, keine Militärs, also, sondern Geologen und so und so und so. Und Dresden ist nicht so weit von Wismut hier, von diesem Uranbetrieb ehemaligen. Und das ist wirklich interessant und das ist die Nachkriegszeit, aber ich darf zitieren und dann verstehen Sie. Nur 6 Jahre sind seit dem Krieg vergangen. Ja? Alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, sie haben über den Krieg also gesprochen und angefangen damit. Ja? Und für sie war immer so Kontrast. Ja? Deutschland im Krieg, Deutschland nach dem Krieg, DDR, ja? Ostdeutschland. Also ich zitiere, auf mich machte die schöne Natur einen sehr starken Eindruck. Die gepflegten Häuser, die Sauberkeit in den Städten, viele Blumen und die prächtigen Autostraßen, die Autobahnen. Im Gegensatz zu den weißrussischen Dörfern, zerstört im Krieg, sah Deutschland wie ein blühender Garten aus, obwohl wir auch viele zerstörte Häuser sahen. Wir fahren. Anderer Respondent, andere Zitat. Wir fahren. Sofort ist die deutsche Ordnung zu sehen. Der Atem stockte uns, als wir auf die Autobahn auffuhren. Was für eine Rollbahn. Breit, eben, gerade, ohne Kreuzungen, mit den deutlichen Informationstafeln und speziellen Rastplätzen mit Tischchen und sogar Toiletten und Mülleimer. Wenn man darauf fährt, schüttelt es nicht, es schwingt nicht und so weiter. Ohne uns, noch ein Respondent, ohne uns umzuschauen, sind wir schon im Zug. Moskau, Berlin und eilen durch Weißrussland und Polen in ein unbekanntes europäisches Land, das ehemalige faschistische Deutschland. Offen gesagt, am Anfang hatten unsere deutschen Genossen kein recht vorsichtiges Verhältnis zu uns. Mir schien es, dass sie sich vor unserer Grausamkeit fürchteten, die sich damit verband, dass sie den von Deutschland begonnenen Krieg verloren hätten und nun Angst verloren hatten und nun Angst hatten, dass wir uns in unserem praktischen Handeln dafür an ihnen rächen würden und sie zwingen würden, endlos zu arbeiten. Zwischen uns war aber kein grundsätzlicher Antagonismus. Mein Gefühl war aber, dass die Menschen schweigend zuhören, aber ihre Gedanken für sich behielten. Sehen Sie, ein gegenseitiges Interesse, ein also nicht so aus Zwang gekommen Interesse und immer Klischees, also die im Krieg und nach dem Krieg also überprüfen werden. Und zwar also einige die gute Klischees sind also weitergeblieben, die schlechten faschistisches Deutschland oder sowas sind weg. Es sind die Genossen, aber das war Ostdeutschland. Ja, das war natürlich also DDR-Zeit über Westdeutschland. Na gut, also ist Herr Kreuzberger? Alles klar. Also ich stimme da vollkommen zu. Auch die Wahrnehmung, die Sie gerade geschildert haben über die Interviews, die Sie gemacht haben, die Alltagssituation. Und es ist auch das Jahr 44, 45, die Rotarmisten, die so in der ersten Welle dann nach Ostpreußen vorrückten und in Ostdeutschland dann auch einmarschierten. Man verdient es natürlich immer mit Plünderungen, mit Vergewaltigungen, aber man muss sich das mal vergegenwärtigen. Die sind zweimal. Einmal sind sie zurückgezogen und haben eine Politik der verbrannten Erde praktiziert und dann sind sie wieder gen Westen marschiert und die Wehrmacht hat spätestens 43 Politik der verbrannten Erde praktiziert. Und man kommt auf ostpreußisches Territorium und man hat den Eindruck, eine vom Frieden verwöhnte Landschaft, Städte
waren nicht zerstört und kein gar nichts. Sie haben das gerade auch geschildert, welche Infrastruktur man vorfand. Und die fragten sich wirklich, wieso haben die uns angegriffen? Es hat doch gar keine Notwendigkeit dazu gegeben. Und wenn man dann auch sie vergegenwärtigt, es gibt auch immer auch der Blick, der deutsche Blick auf Russland oder die Sowjetunion. Ja, spätestens 1945 ist es ein doppelter Blick. Es ist der Blick, ich sage nicht ostdeutsch, ostdeutsch ist jenseits von Oder und Neiße gewesen, damals 1945. Also das, was dann sowjetische Besatzungszone und DDR war, auf das, was man mit den Sowjets auch an Erfahrung gemacht hat nach 1945, Sowjetisierung, Stalinisierung, diese Zeit danach, auf der einen Seite, aber vielleicht auch andere Begegnungen, russische Literatur und umgekehrt natürlich auch deutsche Literatur. Und der westdeutsche Blick, also in Zeiten des Kalten Krieges, ist ein anderer als derjenigen, die dann in der sowjetischen Besatzungszone und DDR lebten. Und auch das muss man sozusagen berücksichtigen. Es ist dann mit Blick auf Beziehungen, würde man sagen, zuvor war es bilateral aufeinander bezogen. Der Blick und auch die Beziehungen sind jetzt trilateral zwischen 1945, 1949 mit deutscher Zweistaatlichkeit und unterschiedliche Blicke und Reaktionen und Verhaltensweise gegenüber der Sowjetunion. Ich würde gerne noch einen weiteren Blick auf die deutsch-russischen Beziehungen einbringen, und zwar den aus Polen. Sie haben das in Ihrem Buch natürlich auch immer wieder erwähnt. Das ist sozusagen eigentlich immer der Dritte mit im Boot, wenn man über die deutsch-russischen Beziehungen spricht. Nicht nur im 20. Jahrhundert, sondern auch schon lange davor. Also ein Land, das natürlich immer auf Wohl und Wehe von der Verständigung und der Beziehung zwischen Russland und Deutschland abhängig war und ist. Wie prinzipiell ist Ihrer Meinung nach der Blick auf Polen oder aus Polen heraus auf diese Beziehungen, wenn man über das deutsch-russische 20. Jahrhundert spricht? Es ist wichtig, ihn im Blick zu behalten. Gleichwohl polnisch-russisch, polnisch-sowjetische und polnisch-deutsche Beziehungen sind per se, wenn man es auf bilaterale Beziehungen begreifen möchte, darstellen möchte, nochmal was anderes. Sie sind auch von Brutalität, von Zynismus und von Gewalt also auch geprägt gewesen. Aber es ist nochmal eine andere Dimension. Ich finde für Deutschland, und das ist so die Erkenntnis auch meiner Beschäftigung mit Deutschland und Russland, das ist nochmal eine ganz besondere Qualität. Aber in der Tat, es sind Deutsche und Russen, wenn ich jetzt politisch das Ganze aufdröse, nochmal in diesen besonderen Beziehungen, in diesem langen 20. Jahrhundert, die oftmals natürlich auf Kosten dieser Polen sich verständigen. Polen war, ich sage immer wieder, war quasi das Scharnier, war die Klammer, die mit dazu beigetragen hat, dass man in der Weimarer Zeit mitunter so gut zusammengearbeitet hat, auch über die politisch-ideologischen Grenzen hinweg, weil jeder im Grunde Revisionsansprüche gegenüber den Polen auch hatte. Und man verkennt Polen, es ist nicht das kleine Polen des Jahres 39, das mit Kavallerie gegen deutsche Panzer anstürmt, sondern Polen war neben Frankreich im Jahre 1918, 19 in der Zwischenkriegszeit die zweitgrößte Militärmacht in Europa gewesen und wurde mit großer Sorge auch von sowjetischer Seite aus, gibt interessante sowjetische Geheimdienstberichte, die davon berichten, und große Sorge, wenn die jetzt ins westliche Lager driften, sprich mit Deutschland 34 enger zusammenarbeiten, ist das gegen die Sowjetunion gerichtet. Und nicht zuletzt natürlich das Jahr 1939, meine Damen und Herren, die zynische Aufteilung. Polen ist für mich sozusagen das Laboratorium, auch die Ouvertüre zwischen dem 1. September 1939 und 17, in dem dann die Rote Armee einmarschiert, und bis zum 22. Juni 1942, wo die deutsche Seite zumindest mit der sowjetischen Seite, auch die deutsche Gestapo, die deutschen Sicherheitsorgane, mit dem NKWD, der ja nun gerade in den Zeiten des großen Terrors die beste Expertise, entschuldigen Sie das, wenn ich das so sage, aber mit Blick auf Gewalt und Terror erproben konnte und man zum Teil von sowjetischer Seite gegenüber Polen lernen konnte. Nicht zuletzt vergessen, das Jahr 45 folgende, die Sowjetisierung, die Stalinisierung weiter Teile Osteuropas und der Polen auch darüber hinaus, auch und natürlich die Balten und im östlichen Europa betroffen, auch vor dem Hintergrund der deutsch-russischen, der deutsch-sowjetischen Beziehung. Bis hin nach 1990 natürlich die Entwicklung, wie wir sie haben, nach dem Ende des Kalten Krieges, wo Deutsche und Russen immens dazu beigetragen haben, dass wir eine solche Entwicklung dann erleben durften. Ja, ich kann unterstützen, und also ich schäme mich, also das zu sagen, aber
Na gut, also ich bin auch in der sowjetischen Zeit groß geworden, also ich war 22, als Perestroika begann, aber ich bin wirklich Perestroika-Kind. Und ich kann sagen, also in der Sowjetunion war wirklich, na gut, also vom Außen diese Völkerfreundschaft oder Bruderschaft oder ich weiß nicht was, also hat man gepflegt, aber es war immer so, dass das russische Volk oder das Volk vom Zentralrussland oder sowas, so ein älterer Bruder war. Ja? Und die anderen, die waren auch also Brüder, ja, und Schwester, aber die kleineren. Und ich erinnere mich daran, als wir junge Studenten am ersten also, Studienjahr in unserer Gruppe so miteinander, wir haben so kennengelernt, ja, und es war so ein Junge aus Armenien. Und er sagte so ganz empört, was für ein älterer Bruder, ein russisches Volk. Wir, also in Armenien, wir haben diesen Staat Urartu und das ist also uralt. Ja? Und Russland existierte nicht. Was für einen älteren Bruder also, sollen wir haben oder sowas. So war es. Und genauso war es mit den Ländern des sozialistischen Lagers, falls denke ich also doch mit Ausnahme von DDR, das war Teil von Westeuropa teilweise, also Deutschland war immer so etwas Besonderes, aber Polen war den kleineren Bruder, so als kleinerer Bruder und diese Reichsgefühle, diese also Gedanken an polnische Teilung, dass die Gedanken also an Mittelalter, an die Geschichte, dass man damals also mit Polen ziemlich oft also Moskowiten, ja, und Leiche und so weiter und so fort, also Kriege geführt waren, das war immer so. Polen war nie als gleichberechtigt, also gesehen und genauso wie die Ukraine jetzt, also es ist alles so. Putin sagte über Pakt Molotow-Ribbentrop, dass also der Pakt im Sinn der russischen nationalen Interessen einzuschätzen ist. Ja, die Sowjetunion hat sich, Entschuldigung, ja, ich entschuldige mich, wenn ich ihn zitiere, hat sich vielmals Mühe gegeben, ein System der kollektiven Sicherheit gegen Hitler und Nazismus zu schaffen, hat mehrmals versucht, einen antifaschistischen Block in Europa zu binden, als die Sowjetunion verstand, dass man ihn allein in diesem Kampf gegen Hitler Deutschland ließ, unternahm sie einige Schritte, um den direkten Stoß zu vermeiden. So wurde dieser Molotow-Ribbentrop-Pakt unterzeichnet. Zitat Ende. Wo ist hier Polen? Ja, es kommt überhaupt nicht in seinen Kopf, über also Polen etwas zu sagen, über die Kosten, wie also die Sowjetunion, die nationale Interesse, wenn es so stimmt, es stimmt nicht, aber also mit Molotow-Ribbentrop-Pakt gesichert hat. Er hat überhaupt also kein Polen im Kopf. Ja, so ist es. Sie haben jetzt auch über die Polen hinaus noch die anderen, also andere Nationalitäten erwähnt innerhalb der Sowjetunion. Das finde ich ist auch nochmal eine interessante Frage. Da hatten wir ja auch zuletzt eine kleine Debatte ausgelöst in der FAZ durch einen Beitrag von Eugen Ruge. Ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben, der argumentiert hat, wenn wir jetzt im Augenblick die Russen, boykottieren und uns davon distanzieren, dann gehe dieser nationale Blick an der Sache vorbei, weil Russland eben immer nicht nur, also Russland nicht immer nur aus Russen bestand, sondern selbst eben auch multinational war. Und ihm wurde auch widersprochen in dieser Position, unter anderem zum Beispiel von Gerd Köhnen und Martin Schulze-Wessel, dass es eben sehr wohl ein stets spezifisches russisches nationales Interesse auch innerhalb dieser Sowjetunion insbesondere gab. Und das würde mich nochmal interessieren, inwieweit spielt diese Rolle Russlands, ich zitiere mal, als Regionalmacht, jetzt nicht im militärischen Sinne, sondern auch als durchaus stabilisierende Macht innerhalb der Sowjetunion und im nahen Ausland und der Blick Russlands auf diese umgebenden Nationalitäten, welche Rolle spielt dieser Aspekt für das deutsch-russische beziehungsweise im 20. Jahrhundert das deutsch-sowjetische Verhältnis? Naja, ob es unbedingt stabilisierend gewesen sein mag, sei dahingestellt. Ich glaube, im Selbstverständnis. Was das Selbstverständnis betrifft, ja. Ich glaube, was man erkennt und lange Zeit auch bei uns hier in Deutschland nicht auf dem Schirm gehabt hat, ist, dass
Russland wie auch das zarische Imperium ein Vielvölkerimperium gewesen ist. Und auch wenn wir über den Zweiten Weltkrieg, der im heutigen Russland in der Sowjetunion als der große vaterländische Krieg, also ganz patriotisch, um mobilisieren zu können, natürlich auch bezeichnet wird, vergessen wir, dass ein Großteil des NS-Vernichtungskrieges auf dem Territorium der heutigen Ukraine und in Weißrussland, also Belarus, dem heutigen Belarus, stattgefunden hat. Der kleinste Teil dessen war russländisch, russisch, also russisch jetzt also auch geprägt. Also das ist das, was man sich, glaube ich, immer wieder vergegenwärtigen muss. Also auch, und das ist gut, dass wir jetzt doch sensibler auf diese Region also auch schauen und eine klare Vorstellung also auch dafür bekommen. Leider Gottes bedurfte es eines Krieges, quasi um unseren Blick entsprechend zu schulen. Aber in der Tat, das dominiert natürlich von sowjetischer Seite, auch schon von zarischer Seite aus, ist das, da sind schon gewisse Kontinuitäten, dass also hier die Russen, die ethnischen Russen natürlich auch in diesen Regionen Führungsetagen, Führungspositionen eingenommen hat. Das ändert sich zwischendurch mal, aber vor allen Dingen in den letzten Jahren des sowjetischen Imperiums hat sich das dann also auch wiederum zugunsten auch der Russen also auch herauskristallisiert. Aber das prägt schon immens die damalige Entwicklung. Und in der Tat, also dieses Verhalten und auch den Umgang mit Minderheiten der russischen Seite, aber auch die Reaktion der Deutschen, ich hatte ja gerade das Beispiel nochmal gebracht, unmittelbar nach der Oktoberrevolution in dieser Bürgerkriegszeit, wo Deutsche zeitweilig sogar Protektoren von Ukrainern gewesen sind oder auch behilflich gewesen sind, den Zugriff der Bolschewiki auf Lettland, auf Litauen, also wieder im Zuge des Sammelns des russischen, der russischen Erde, um die Sowjetunion, das was später ja dann auch der Fall ist, die Sowjetunion auf Kosten dieser an der westlichen Peripherie gelegenen nationalen Einheiten und Staaten, da sind Deutsche und Russen ganz immens natürlich involviert und stoßen mitunter aufeinander. Ja, und also das ist das, also diese Frage, was für mich so interessant und tragisch scheint. Als Bolschewiki zur Macht kamen, als Lenin zur Macht kam, also naja, gut, waren sie plus minus Marxisten, also ich erlaube, also das so einzuschätzen. Und sie waren für Völkerrechte und natürlich waren sie sogar, und man sieht zum Beispiel Finnland, ja, also waren sie konsequent für Freiheit der Völker bis zur Trennung, also weitergehen. Aber danach, was kam denn? Dann kam Bürgerkrieg und dann war es wirklich also leider, und das macht mir Schmerz, also leider die Tatsache, dass man immer mit Gewalt, mit administrativen Ressourcen, mit der Armee, ja, mit nationalen Eliten oder sowas zusammen, das ganze Reich zusammenhalten kann. Das ist leichter. Das ist leichter, als wirklich also wirtschaftliche, kulturelle Beziehungen zu schaffen und also verschiedene Interessen in Betracht zu nehmen und so und so und so. Und das ist also meine starke Überzeugung, es bringt nicht Gutes. Und jetzt sehen wir das auch. Ja? Jetzt sehen wir weiter, dass leider für Putin und ja, natürlich als FSB, als Sicherheitsoffizier, immer also leichter war, das ganze Land zusammen mit also dem starken Hand zu halten. Aber das ist nicht so. Und man sprengt, also, und dann bekommen wir 91 und dann bekommen wir den Zerfall von diesem Reich, ja, der überwiegend mit, na gut, also administrativer Gewalt, ja, sagen wir, aber nicht nur zusammengehalten war. Und deshalb also waren die Bolschewiki, also ich komme zum Anfang, waren die Bolschewiki ziemlich schnell, also haben sie ihre Auffassungen total verändert. Stalin hat zwar in der Verfassung von 36 also diese Völkerrechte also irgendwie in Betracht genommen, aber das waren keine Völkerrechte mehr. Niemand durfte raus,
umgekehrt. Es war die Rede über die Wiedervereinigung von der Ukraine, von Weißrussland, und viele also Leute, zum Beispiel in Weißrussland, also sie teilen diese Auffassung bis heute noch. Ja. Ich habe ziemlich also starke Kontroversen mit den weißrussischen Kollegen, die sagen, Molotow-Ribbentrop-Pakt bedeutet für uns Wiedervereinigung von dem Land. Punkt. Ja, und Polen kommt nicht in Frage wiederum. Ich würde gerne jetzt noch eine Frage an Sie stellen, bevor wir dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch mal ins Publikum öffnen und Sie dann gerne auch Ihre Fragen an die beiden Gäste auf dem Podium loswerden können. Ich würde gerne noch mal einen Aspekt aufgreifen, den Sie vorhin schon angesprochen haben, nämlich den unterschiedlichen Blick auf die deutsch-russischen Beziehungen in damals Ost- und Westdeutschland und vielleicht heute auch von den östlichen Ländern und den westlichen Ländern in Russland aus, in Deutschland aus auf Russland, und würde das gerne mal verbinden mit der Frage nach Gorbatschow. Denn ich habe in Ihrem Buch gelesen und ich könnte mir vorstellen, dass, also für mich war das in der Intensität oder auch in der Klarheit vielleicht nicht neu, aber doch nochmal mit neuen Aspekten verbunden, und vielleicht geht das auch einigen Zuhörerinnen und Zuhörern so, dass Gorbatschow ja gerade der deutschen Frage erstmal gar nicht so viel Bedeutung beigemessen hat. Und als er zum Beispiel im Oktober 89 aus Deutschland zurückkam, hat er sich auch sehr enttäuscht geäußert und sehr negativ auch über Honecker, und das war für ihn gar nicht so auf der Agenda. Aber auf der anderen Seite, und das haben Sie auch geschrieben, war gerade die Person Gorbatschow jemand, über den die Deutschen sich die Einheit schon vor der Wiedervereinigung vorstellen konnten. Also eine verbindende Persönlichkeit für Deutschland schon in dieser Zeit. Und das finde ich sehr interessant, dem nochmal nachzuspüren, gerade aus der ost- und der westdeutschen Perspektive, beziehungsweise mit der Frage, war das ein Höhepunkt der deutsch-russischen Beziehungen, weil man in dem Fall deutsch, gesamtdeutsch denkt, und geht es seitdem bergab, oder wie würden Sie das einschätzen? Ja, das ist wirklich bemerkenswert. Also wenn man sich die unterschiedliche, also wenn wir jetzt, es geht ja um Wahrnehmungen, sozusagen die DDR-Wahrnehmung auf die Sowjetunion, die westdeutsche Wahrnehmung. In der DDR ist zum Teil, das ist natürlich eine staatliche Veranstaltung gewesen, politisch-staatlich verordnet. Zum Teil, es gab sicher auch Freundschaften, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber es ist schon sehr stark politisch motiviert gewesen. Also, und in der Tat, man kann ja nun nicht wegdiskutieren, über 40 Jahre standen Vertreter der Gruppe der sowjetischen Streitkräfte, dann die Westgruppe, die standen in Deutschland, das war Teil des Alltags, auch wenn es natürlich Beziehungen zwischen NVA und WGT oder GSSD gegeben hat, das war eher offiziell. Da waren vielleicht eher die Deutschen diejenigen, die geneigt waren, vielleicht doch noch Kontakte zu knüpfen, die dann von der sowjetischen Seite eher ablehnend gewesen ist, und man hat offiziell die Wimpel ausgetauscht. Und umgekehrt natürlich sind die Westdeutschen im Sinne von Westernisierung amerikanisch geprägt gewesen. Das ist ein Faktum, und das hat unterschiedliche Blicke und unterschiedliche Interessen auch dann mit Blick auf Russland, von Deutschland West und Deutschland Ost auf Russland, also auf Sowjetunion auszumachen. Aber ich finde bemerkenswert, 85 folgende, auch die Westdeutschen hatten immens Angst, also jetzt von der Bevölkerung, und es sind Zeiten des Antikommunismus, es sind Zeiten im östlichen Seite des Antiimperialismus, also man hatte Angst, man hatte Sorge, man hatte Furcht, und jetzt plötzlich 85 folgende, eher 86, 87, Perestroika, Glasnost, man blickte fasziniert nach Moskau, auch die Westdeutschen, und plötzlich die Gorbimanie, das war etwas Verbindendes, also da vollzieht sich für mich im Geiste zwischen den Deutschen in der Bundesrepublik, in den Deutschen, in der DDR, über Michail Gorbatschow schon irgendwo so emotional kommt man schon zusammen, was es so in der Form nicht gegeben hat. Über die Person Michail Gorbatschows, die politische Elite in der DDR, das sind die Berühmten, um in der offiziellen Diktion zu bleiben, Risse im Bruderbund, die es dann gegeben hat. Sie haben diesen innigen Kuss geschildert, der war sicher nicht mehr so innig dann nachher, also zumindest nicht mehr so, wie Sie es gerade dramatisch dargestellt haben. Und bemerkenswerterweise eine Annäherung Michail Gorbatschows, 88, gut, wir kennen alle dieses berühmte Newsweek-Interview, wo er den Gorbatschow vergleicht mit dem Goebbels, und das hat die sowjetische Seite, das hat Michail Gorbatschow tief getroffen. Und Michail Gorbatschow wollte Kohl auch erstmal abstrafen dafür. Gibt es Protokolle, die sagen, jetzt muss er erstmal zappeln, jetzt würde er erstmal auch das mitbekommen, was er da gemacht hat. Das war voll daneben. Aber die Chemie, 88 folgende, stimmt zwischen diesen beiden.
Und das war ganz entscheidend, dass dieses sehr kurz geöffnete Zeitfenster im Jahre 1990 am Ende dann für die Einheit genutzt werden konnte. Und die sowjetische Seite war immens wichtig. Es war die Person Michail Gorbatschows ganz entscheidend, die letztlich es durchgesetzt hat. Es gab genügend, die das versucht haben zu hintertreiben. Auch auf westdeutscher Seite, wenn ich mir Dokumente von Egon Bahr angucke, der mit Herrn Fahlin zusammen noch im Sommer 1990 versucht, im letzten Moment, wo die Dinge schon mehr oder weniger in Sack und Tüte waren, noch hintertreiben wollte, ist das bemerkenswert. Und also insofern ist er eine wichtige Figur, die einerseits für die Politik, aber auch für die Bevölkerung, glaube ich, in Deutschland Ost und West immens wichtig gewesen ist und manches schon vorbereitet hat im Denken. Ja, also ich würde diese Frage vielleicht dem Auditorium überlassen. Ich meine, die Zeitzeugen aus der DDR, vielleicht also sind meine Eindrücke als Historikerin auch nicht so vollständig, das ist nicht meine Zeit. Ich war in der DDR zum ersten Mal als Mitglied des Freundschaftszuges FDJ Komsomol 81, war fasziniert mit Deutschland und doch damals, naja, nicht nur ich natürlich, aber ich als Historikerin, bekam ich den Eindruck, also später, dass diese Freundschaft na gut, zwar innerlich war, aber eher von außen, also von oben organisiert war. Weil also es ist wiederum menschliche Dimension und politische, also politischer Blick, weil die sowjetischen Leute, die nach DDR kamen oder sowas, sie hatten so eine Menge von Instruktionen, Hinweisungen und so, keine Kontakte, keine engen Kontakte, es waren doch, also, aber eher als Ausnahme. Das war von oben organisiert. Und Gorbatschow, Gorbi Mani, ja, darf ich persönlich sehr dankbar sein. Ich war zu dieser Zeit im September 89 bis Februar 90 in Berlin. Ich habe alles mitgemacht. Ich war verrückt froh. Also am 21. Dezember von Brandenburger Tor ein Stück Mauer selbst also zu hammern und dann meinen Studenten zu zeigen. Also alle diese Jahre. Und ich war verrückt froh, weil ich zum ersten Mal als Russin so also eingeschätzt war, ja, die Leute, die kamen und sagen, ihr Russen, ihr könnt so gut sein, ihr könnt sich nicht einmischen. Ja? Das war unvergessliche Zeit für mich, also, weil es damals wirklich also, naja, ganz mystisch war. Das war spannend, interessant. Einmal unter den Linden, also in der Nähe von Humboldt-Universität, ist zu mir ein junges Mädchen gekommen, das war zwar im Dezember auch, also vor Weihnachten, und sagte, ja, Entschuldigung, du, also ich bin aus West-Berlin gekommen, ja, du bist also die Erste, die ein gutes Gesicht hat, ich möchte dich kennenlernen, ich kenne kein Mädchen aus Ostdeutschland. Ja, gerne, habe ich gesagt, aber ich bin aus der Sowjetunion, aus Russland. Oh, Russland, desto besser, du bist gut, Gorbatschow ist gut und so. Und da wurden wir Freundinnen und sie war bei mir zu Besuch und so weiter und so fort. Das war eine unvergessliche Zeit und kann ich sagen, also, dass als Putin zur Macht kam, da waren die Medien und die Landschaft ab sofort also anders, ja? Im Vergleich mit Gorbatschow und sogar mit Jelzin. Also da kam der Mann, der also distanziert also war und wurde distanziert, sogar noch vor seiner Rede in München. Also das war ganz anders, das Klima. Ja, ob es ihn beeinflusst hat oder nicht, weiß ich nicht. Das ist interessant für mich zu hören. Ich war nämlich genau in diesem Zeitraum in Moskau, habe den Mauerfall hier verpasst und war in Moskau und da war sehr wenig davon die Rede. Und das ist natürlich aus anderen Gründen erklärlich, aber eine ganz andere Wahrnehmung von der anderen Seite des Eisernen Vorhangs. So, meine Damen und Herren, wir haben jetzt Zeit für Fragen. Ja, ich sehe Sie, Herr Castillo, Sie, glaube ich, sind auch gleich der Erste. Dann gehen Sie doch bitte ans Mikrofon, stellen sich kurz vor und stellen Ihre, wenn es geht, kurze Frage. Ja, in spanischer Sprache sagen das tödliche Liebe sind unsterblich.
Ich sage, zwischen Frankreich und Deutschland waren viele Kriege in diesem Museum, ich könnte sehen. Aber trotzdem hatten wir geschafft, eine Freundschaft und einen stabilen Frieden. Könnte das sein, mit Russland irgendwann zu schaffen? Ja, die Frage habe ich mir auch gestellt. Und ich glaube, und nicht nur glaube, der eklatante Unterschied, die Chance bestand. Und ich hoffe, dass die Chance irgendwann wiederkommen wird. Aber das Besondere, was es am Ende ermöglicht hat, dass zwischen Frankreich und Deutschland am Ende eine Aussöhnung und auch eine Freundschaft, eine tief verwurzelte Freundschaft bis hin enge Zusammenarbeit im Rahmen der Europäischen Union, die Motoren sozusagen der europäischen Einigung. Es waren zwei liberale und sind zwei liberale Demokratien und Rechtsstaaten, die hier zusammenkommen. Und als Freund muss man sich auch Dinge sagen oder können, die unpopulär sind. Und das ist im Augenblick nicht möglich. Wir haben Phasen gehabt und die Perestroika-Zeit und Jelzin ist derjenige, dieses Jahr vor 25 Jahren sind es Helmut Kohl und Boris Jelzin, der eine gemeinsame deutsch-russische Geschichtskommission ins Leben rufen. Und als Mitglied dieser Kommission, ich sehe gerade, da hinten ist auch irgendwo Jörg Moret, trotz dieser Lampen kann ich ihn erkennen, er winkt mir gerade zu. Eigentlich wären wir Jörg Moret dieses Jahr in Moskau gewesen und hätten sozusagen das gefeiert. Also das sind solche Versuche gewesen, aufgrund dieser belasteten Schritte und Geschichten hier zusammenkommen zu können. Aber ja, wir wissen alle, was uns die Geschichte jetzt beschert hat. Auch schon vor dem 24. Februar war es nicht mehr möglich, weil Putin systematisch die zivilgesellschaftlichen Strukturen zerschlagen hat. Zuletzt Memorial, dann bestätigt, dann im Januar 2022. Es ist nicht mehr möglich. Mit Memorial wäre das überhaupt kein Problem, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, natürlich gab es Plünderungen und Vergewaltigungen und. Natürlich gab es diesen Vernichtungskrieg der Deutschen, zu dem wir stehen müssen. Die Verantwortung tragen wir dafür, aber sie werden im Staate Putin heute nicht das Jahr 44, 45 und sowjetische Besatzungspolitik mit allen negativen Aspekten diskutieren können. Und das ist das, was wir zwischen Frankreich und Deutschland können. Und das ist für mich der eklatante Unterschied. Im Augenblick sehe ich keine Chance. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir das irgendwann hinbekommen können, aber ich glaube, das erlebe ich leider nicht mehr. Hoffentlich, aber ich glaube es nicht. Ja, den guten Wünschen kann ich nur zustimmen. Aber also, ich wollte kurz sagen, Ihre Frage gehört für Historiker, für Wissenschaftler zum Begriff Vergangenheitsbewältigung. Um die Vergangenheit zu bewältigen, wie die Deutschen und Franzosen das vorbildlich hoffentlich hier gemacht haben, also muss man die Vergangenheit ehrlich bewältigen. Und das ist das, was Russland fehlt. Aber warum denn? Wir können die Vergangenheit nicht bewältigen, weil das Beste gehört der Vergangenheit. Russland ist, blickt nach hinten. Und der größte Sieg, also das größte Ereignis des 20. Jahrhunderts ist der Sieg im großen Vaterländischen Krieg. Also was für eine Vergangenheitsbewältigung. Warum hat Russland gesiegt, Sowjetunion gesiegt? Also weil Stalin ein starker Mann war und hat also Sowjetunion so vorbildlich also den Sieg gewährleistet. Sehen Sie, ohne Bewältigung diesen also Hassgefühlen, also das ist wichtig, zwischen den Völkern kommt keine Zukunft, ja, keine Zukunft im Sinn der Versöhnung. Aha. Bitte sehr. Ich möchte mich ganz schnell vorstellen. Mein Name ist Eckhard Haupt, ich bin Musiker, Musikwissenschaftler und habe in der Zeit vor 1990 und danach sehr viel in Russland bzw. in der Sowjetunion zu tun gehabt. Ich habe dort gespielt mit Russen und es ist dadurch natürlich eine sehr persönliche Beziehung entstanden, die über das Staatliche hinaus, was völlig richtig bezeichnet worden ist, hinausgegangen ist. Und jetzt hat mich natürlich alles, was nach dem 24. Februar passiert ist, hat mich persönlich wie einen Keulenschlag getroffen. Und ich habe mir überlegt, es kann nicht sein, dass diese guten Anfänge, die ich selbst persönlich erlebt habe, irgendwie jetzt man die völlig negiert. Und es war ja so,
dass ich auch als Hochschullehrer sehe, weil ich ein paar Worte Russisch sprach und es sich im Ostblock herum sprach, dass ich also den osteuropäischen Leuten auch positiv gegenüberstehe, hatte sich herausgestellt, dass ich eine ganze Reihe russischer Schüler hatte. Und der eine russische Schüler brachte den nächsten russischen Schüler. Und zu diesen Schülern habe ich nach wie vor ein hervorragendes Verhältnis. Und ein Teil dieser Leute arbeitet jetzt in Russland. Und ich denke einfach, dass wir neben den Grässlichkeiten, die wir jetzt hören müssen und die da stattfinden und die wir verurteilen, dass wir daran denken müssen, dass eine Zeit kommt, wo das wieder anders wird. Eine Zeit nach Putin, will ich manchmal einfach sagen. Und damit ich etwas dazu beitragen kann, dass wir vielleicht eine Zeit haben, nicht so spät, die wieder positiver ist. Aus diesem Grunde behalte ich alle persönlichen Kontakte nach Richtung Russland, die behalte ich. Ja. Darf ich Sie bitten, Ihre Frage noch zu formulieren? Wir haben noch viele andere Wortmeldungen. Vielen Dank, dass Sie mich korrigieren. Meine Frage ist die, was wir wissenschaftlicherseits und politischerseits tun können an den Tag von morgen zu denken, wenn es wieder besser wird, damit es besser werden kann. Vielen Dank. Kontakte zu pflegen, menschliche Kontakte weiter zu pflegen. Absolut. Also dem würde ich also auch zustimmen. Und ich glaube, gerade im Wissenschaftsbereich, im Kulturbereich, auch persönliche Kontakte. Wie gesagt, Frau Timofejeva ist hier. Aber es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die in Moskau sind, die vielleicht nicht kommen konnten, nicht kommen wollten, weil es unterschiedliche Motive gibt, also auch Familie oder wie auch immer. Darüber möchte ich nicht urteilen, das steht einem nicht an, der hier sozusagen auf der sicheren Seite sitzt. Und das ist auch immer viel mit Zivilcourage verbunden und bekanntlich gibt es Helden in schwierigen Zeiten ja immer nur sehr wenige. Das darf man auch nicht vergessen. Ich will aber damit sagen, ich halte nichts davon, dass man jetzt völlig kopflos alle Brücken abbricht. Brücken, es sei denn, sind Zugbrücken, bin ich mal belehrt worden, kann man in der Regel nur einmal abbrechen, Zugbrücken kann ich wieder runterfahren lassen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir politisch eine klare Position gegenüber Russland einnehmen und gerade auch wir Deutschen, die wir hatten, wir haben hier längere Zeit gezögert und haben im Ausland entsprechendes Echo auch natürlich erzeugt. Das war auch für mich der Grund, dieses Buch zu schreiben. Ich glaube, wenn man dieses Buch liest und sich darauf einlässt, ich biete es zumindest an, wird man leichter nachvollziehen können, wieso ticken die Deutschen so? Was hat sie geprägt, mitgeprägt? Nichtsdestotrotz, glaube ich, müssen wir jetzt eine klare Haltung einnehmen und das Stichwort der Zeitenwende und der Realpolitik ist richtig. Ich hoffe nicht, dass es bei einer rhetorischen Realpolitik bleibt. Auch da gibt es genügend historische Analogien und gute Beispiele, auch in Zeiten des Kalten Krieges, für Realpolitik. Ich nenne nur den NATO-Doppelbeschluss, jetzt aus einer westdeutschen Perspektive, der richtig gewesen ist. Aus einer Position der Stärke im Bündnis nebeneinander stehend, sozusagen den Herausforderungen des Aggressors oder derjenige, der bedroht, die Stirn zu zeigen. Und ich glaube, das ist wichtig und wir haben es lange Zeit vernachlässigt, die Bundeswehr, die sträflich vernachlässigt worden ist, meine Damen und Herren, das beklage ich sehr. Nur sind Leute, die das seinerzeit in den 90er oder sagen wir auch in den letzten Jahren noch angemahnt haben, oftmals marginalisiert worden. Auch die energiepolitische Abhängigkeit ist ein solcher Punkt. Auch da wurden Kritiker, wurde nicht so gerne gesehen, das passte nicht ins Argumentationsfeld. Also politisch müssen wir eine klare Position einnehmen, auch eine Position der Stärke innerhalb des Bündnisses und versuchen, dass wir auch hier wieder ein Gesicht gewinnen. Aber wie gesagt, nicht alles abbrechen. Man muss Kontakte pflegen, auch zu Kollegen und Kolleginnen, wenn es geht, immer in dem Wissen und in der Hoffnung, und das müssen sie signalisieren, dass man sie nicht gefährdet. Auch das ist ganz einfach wichtig, weil ich der Meinung bin, wenn es mal wieder hoffentlich weitergeht, dann könnte es über die Kultur und Wissenschaft leichter sein. Wenn wir alles kappen und wir erst auf die Politik warten, dann sind wir von der Kultur und der Wissenschaft die Letzten im Reigen. Aber es kann vielleicht, und meine Hoffnung, ich habe das noch nicht abgeschrieben, ich finde, man muss auch immer Optimist sein. Und die Geschichte gibt auch Beispiele dafür, dass es auch sinnvoll auch ist. Aber wenn wir da noch Anknüpfungspunkte haben, dann machen wir das auf einer unteren Ebene und am Ende profitiert vielleicht auch die Politik davon. Das wäre so meine Haltung zu Ihrer Frage. Also
wirklich, wirklich menschliche Kontakte, also braucht man auf jeden Fall, und man braucht noch was, also Russland ist so groß, man braucht Aufklärung. Also ich kann sagen, also die Ziffer, die mich überrascht haben, also nur 29% der russischen Bevölkerung hat den Reisepass, 29%, also ein Drittel, nur 2%, also davon, hat ein Schengen-Visum. Also das, was man nicht sieht, also kennt man nicht. Ja? Die also Kollegen, die sie haben, die also kennen sie. Die, also wenn man keine menschlichen Kontakte weiter pflegt, obwohl es jetzt also ja, ein bisschen widersprüchlich ist, aber trotzdem, dann wird man wirklich also Propaganda glauben oder sowas. Ja? Deshalb denke ich, ist es sehr wichtig, also weiter menschlich zu bleiben. Wollen Sie schon mal zum Mikrofon gehen? Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Für mich war ganz neu, dass 1922 beide Staaten letztlich aus reinem Pragmatismus, weil sie beide Aussätzige waren, am Ende niemand anderen hatten, als miteinander umzugehen. Ich würde Sie bitten, ob Sie vielleicht dann das noch weiter ausführen können zwischen 1930 und 1933 und dann ab 1933 bis 1939, weil es mich doch dann verblüfft, dass man diesen Pragmatismus weiter pflegen kann, trotz dieser kompletten ideologischen Gegensätze. Und an Dr. Timofejeva, vielleicht können Sie insbesondere die Zeit aus russischer Sicht beleuchten, denn mir scheint gerade dieser Zeitraum besonders wenig beleuchtet von russischer Sicht aus. Danke. Ja, zwischen 30 und 33 war das noch weniger problematisch. Da merkte man die Weltwirtschaftskrise, enge ökonomische Verflechtungen. Die Deutschen haben immens davon profitiert, dass man so gute Wirtschaftsbeziehungen hatte. Auch Reichswehr und Rote Armee, ich meine, das waren die Militärs. Die verband ein ganz bestimmter Ethos also auch und einfach das Kriegshandwerk und die gegenseitige Bewunderung, die man zum Teil auch hatte. Auch die Vertreter der Reichswehr haben also im Grunde auch durchaus die sowjetischen Militärs immens bewundert, die Art und Weise, wie sie auch vorgingen. Also das, und bemerkenswerterweise, so sie nicht gesäubert worden sind, 37, 38, stand man sicher feindlich dann also auch dann spätestens 1942 gegenüber oder schon 1939 dann also auch schon mit dem gemeinsamen Herfallen über Polen. Interessant ist das Jahr 33 und da wird irgendwo klar, mit einem Mann wie Adolf Hitler, da ist auch nicht mehr, da sind ideologisch, politisch-ideologisch ist ein tiefer Riss von deutscher Seite aus. Bemerkenswerterweise, der Pragmatismus war bei Stalin da. Stalin und Molotow, vor allen Dingen sein längster Weg und loyalster Weggefährte, waren bemerkenswerterweise zwei Vertreter, die eher so im Hintergrund versuchten zu agieren und die hätten am liebsten mit Hitler-Deutschland gleich so weitergemacht. Es gibt Dokumente dafür, die deutlich machen, also auch Avancen an die deutsche Seite, an das Hitler-Regime. Guckt euch doch das faschistische Italien an, mit denen wir ganz wunderbar über ideologische Grenzen hinwegarbeiten. Wieso wollen wir sowas nicht mit Deutschland machen? Das faschistische Italien ist etwas anderes natürlich als das nationalsozialistische Deutschland. Deshalb sage ich immer lieber auch nicht faschistisches, sondern NS-Deutschland. Das ist für mich ein eklatanter Unterschied. Und da geht das auseinander. Da ist das nicht also auch in Verein zu bringen. Ein Mann wie Hermann Göring, der 36 für den Vierjahresplan zuständig gewesen ist, Gott, der musste den Krieg vorbereiten, nicht wahr? Da kommt wieder Pragmatismus rein. Es gab dann so Sonderemissäre, ein Mann namens David Kandelaki, auch ein Vertrauter Stalins, der hier als Handelsvertreter, hier Wirtschaftsvertreter einer sowjetischen Botschaft in Berlin also auch tätig war, war sich im Geiste mit Göring einig, hier ökonomisch zusammenzuarbeiten, in der Hoffnung darüber, politisch sich näher zu kommen. Und am Ende kommt man sich politisch näher. Das ist 39, dass der Hitler-Stalin-Pakt, der jetzt für beide Seiten immens pragmatisch natürlich auch ist. Hitler will einfach jetzt nicht den Zwei-Fronten-Krieg will er verhindern. Und er ist sich nicht sicher, ich meine, man hat nicht die tiefen Rüstungen gehabt. Wird man das allein schaffen? Und man weiß um die sowjetischen Rohstoffe. Also, aber das ist eine Allianz auf Zeit, von Hitler her gedacht. Also das sind so ein paar Aspekte, die ich vielleicht in dem Zusammenhang Ihnen vorführen möchte. Okay. Ja, das russische Blick auf die
Annäherung und also Abgrenzung ist nicht nur vom Pragmatismus beeinflusst. Sehen Sie, für die Bolschewiken war Deutschland also das Land von Marx und Engels. Ja? Und wo konnte die Weltrevolution anfangen? In Deutschland, natürlich, nur in Deutschland. Also als Folge kann ich leider die Rolle von den Bolschewiki und so weiter in den deutschen Ereignissen von 1923 nennen. Also Bolschewiki versuchten wirklich, also, und die Protokolle haben wir, also mein Kollege Alexander Watlin im Archiv von Institut Marxismus-Leninismus in Russland als erster gefunden. Die Bolschewiki, Politbüro, wollte wirklich also die Revolution in Deutschland organisieren oder ganz gut helfen damit. Ja, das war also die Anziehungskraft, als irgendwie doch also das Land, das kapitalistische westliche Land, aber wo etwas für uns also mit uns gemeinsam ist und sowas. Ja, und zweitens ist es genauso wie für Deutschland. Also die Russische Föderation, die Sowjetunion befand sich in der Isolation und das war ganz pragmatisch auch. Ja, und die deutschen Fachkräfte, die deutschen Industriellen, die Investoren und so weiter und so fort, sie also kamen in eine gewöhnliche Rolle. Also sie brachten was damit, also für Russland, für die Industrialisierung, für, also genau für die militärische Zusammenarbeit und so fort. Was eine kalte Dusche war, war doch Molotow-Ribbentrop-Pakt für beide Seiten. Also ich habe das für die Wahrnehmung also von beiden Seiten geforscht und für die deutschen Kommunisten war es also verrückt. Ja, wie ist es zu erklären? Ja, mein Onkel war Kommunist, er kam nach Hause und hat fast geweint und sagte, ich verstehe jetzt nicht. Also was ist denn, wie konnte doch Moskau, wie konnte doch Sowjetunion mit diesem unserem also Monster ein Geheimprotokoll, einen Pakt also zusammenzuschließen und so weiter. Für Sowjetunion war es genauso. Deutschland war natürlich faschistisch und Komintern, also kommunistische Internationale, hat das als Zentralaufgabe den Kampf gegen Faschismus also vorher eingeschätzt. Und jetzt plötzlich, naja, gut, also dann wurde Deutschland wieder so ein industrielles Land, das Russland eigentlich was mitbringen, das Sowjetunion eigentlich was mitbringen könnte. Und die Einschätzungen wurden in der Presse, zum Beispiel in der Zeitung Pravda oder sowas, eher neutral. Ja, genauso wie in Deutschland. Also völkische Beobachter hat plötzlich so also viel Interessantes in der Sowjetunion entdeckt. Also Natur, Schätze, Ressourcen und. Und fast nichts über die also Bolschewiken als Mörder, Untermenschen oder sowas geschrieben. Einige Zeit. Aber das war wirklich also Bündnisaufzeit. Sie hatten eine Frage, bitte. Nee, Sie müssten aber bitte zum Mikrofon gehen, wenn ich Sie bitten darf. Wir zeichnen das ja auch auf, wenn Sie so nett sind. Ja, es klappt sogar, hierher zu kommen. Ich komme jetzt in die ganz Moderne. Wie ordnen Sie die Worte von Annalena Baerbock ein? Wir müssen Russland vernichten und mehr Waffen retten mehr Menschenleben. Ja, das ist immer ein Problem, wenn man das auf ein paar Schlagworte reduzieren möchte. Ich hatte ja meine Meinung sehr dezidiert schon mal gesagt gehabt. Ich bin schon der Meinung, im Augenblick sind wir auch als Deutsche gefordert, innerhalb der Allianz den Ukrainern Unterstützung zukommen zu lassen. Ich würde sogar dafür sagen, immer vorausgesetzt, wir können es leisten. Ich habe ja bereits schon gesagt, die schwierige Situation der Bundeswehr, die müssen wir erstmal wieder auch sozusagen entsprechend auch in einen vernünftigen Zustand versetzen. Aber sollte es die Situation zulassen, würde ich auch dafür plädieren, dass man Leopard 1 und 2 Panzer zum Einsatz bringt in der gegenwärtigen Situation. Weil jetzt ist die Situation günstig.
Putin zieht sich zurück mit seiner Armee. Er wird sich möglicherweise eingraben und auf eine Frühjahrsoffensive vorstellen. Also das ist sozusagen das eine, was man in dem Zusammenhang einfach nochmal sagen muss. Also schon eine klare Haltung auch einnehmen. Mit Vernichten, wissen Sie, es ist eine Kriegssituation im Augenblick. Und man muss, ich glaube, das Stichwort ist von Ihnen schon mal gefallen, wir müssen auch perspektivisch natürlich überlegen, wie geht es weiter. Wir haben einen Krieg und Kriege enden irgendwann. Und man muss auch jetzt schon anfangen auf Seiten der Militärs im westlichen Bündnis, ich kann jetzt nur von der westlichen Seite her besprechen, wir sind jetzt angesprochen mit dem, was wir tun können, aber auch unter Diplomaten, Kriege werden in der Regel natürlich einerseits auf dem Schlachtfeld, aber am Ende, wenn es auf eine vertragliche Regelung, die eine solide Basis erhalten soll, enden soll, werden Friedensverträge abgeschlossen. Und natürlich muss man sich perspektivisch schon mal überlegen, wie es weitergeht. Machen wir uns nichts vor, meine Damen und Herren. Das ist eine Binsenweisheit zu sagen, dass wir uns Nachbarn nicht aussuchen können. Aber ein Ausdruck von Realpolitik und Pragmatismus ist es, wir müssen irgendwie hinkommen. Wir müssen uns nicht lieben, aber wir müssen miteinander auskommen. Und wie gesagt, wir sind glücklicherweise unter dem Eindruck von 1990, gerade wir Deutschen, aber auch wir Europäer, eine vom Frieden, ich sage Europäer, wenn wir global das betrachten, sieht die Welt ein bisschen anders aus. Deshalb haben Inder und Anzi können gar nicht so nachvollziehen, was wir im Augenblick für Probleme mit Russland und Ukraine haben. Aber wir sind glücklicherweise eine vom Frieden verwöhnte Gesellschaft hier in Deutschland seit 1990. Deshalb sind wir so entsetzt mit dem, was wir momentan erleben. Aber wenn wir es schaffen, und wir werden Russland auf Dauer nicht ausschließen können, dafür ist das Land zu groß, ist es zu wichtig, hat es Rohstoffe, auch wenn wir es uns im Augenblick nicht vorstellen können, irgendwo müssen wir wieder auch mit diesem Nachbar zusammenkommen. Mit Putin können wir uns das nicht vorstellen. Der hat nun wirklich unter Beweis gestellt, dass man ihm nicht vertrauen kann und auch die hinter Putin sind, ja. Aber nichts währt ewig, auch das ist eine Binsenweisheit. Und das muss man einfach mitdenken und ich denke auch pragmatisch, perspektivisch offen sein. Im Augenblick gibt es nichts zu besprechen. Ich halte nichts davon, zu sagen, jetzt der Dialog, ja, das ist für mich der Dialog der Taubstummen im Augenblick. Worüber wollen wir eigentlich reden? Das geht momentan nicht. Ich hoffe sehr, dass die Zeiten wieder kommen, aber ich glaube, erstmal müssen wir Fakten auf dem Schlachtfeld schaffen. Und es sind die Ukrainer, die nach meinem Dafürhalten unsere Freiheit hier im Westen verteidigen. Diese Frage ist für mich als Russin also vielleicht am meisten schmerzhaft. Also was ist mit Russland? Ja, und wie ist es irgendwie weiter? Aber ich hoffe, ich darf hoffen, es gibt Russland und es gibt, sagen wir, Russland, ja, Putin-Russland oder sowas. Also ich denke genauso, also er nimmt jede Verhandlung als Zeichen der Schwäche, also mit ihm kann man, also er hat alles aufs Spiel gestellt, ja, und er wird also nicht stoppen. Aber also sehen Sie, ich möchte überleben und sehen also, dass Russland wieder, na gut, also nicht hoffentlich im Albtraum ist. Also das darf ich nicht glauben als Russin und möchte nicht glauben, dass wirklich Russland also jetzt einig mit Putin ist. Das darf nicht sein. Ich hoffe, es ist nicht so. Aber vielleicht eine ganz kurze Fußnote noch dazu. Wenn Putin weg wäre oder irgendwann mal weg ist, meine Damen und Herren, dürfen wir nicht automatisch meinen, wir öffnen Tür und Tor für die Demokratie, die liberale westliche Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Wir müssen uns vergegenwärtigen, es gibt noch innerhalb Russlands, auch in den Eliten, dort Anhänger, die noch viel radikalere Vorstellungen haben. Also das einfach nur nochmal deutlich zu machen, also mit Blick auf Perspektive. Deshalb meine ich, müssen wir uns auf längere Zeiten möglicherweise einstellen. Wir haben jetzt noch Zeit für eine kurze Frage mit der Bitte um eine dann kurze Antwort. Sehe ich noch ein Handzeichen? Ja, bitte sehr. Bitte, kurze Frage. Danke für den Hinweis. Heinrich Nölle, ich habe nur eine kurze Frage an Sie als Gast hier. Sie bringen natürlich in vielen Schichten Ihren eigenen Blick mit, nach Potsdam, Berlin oder wo Sie jetzt gerade sind und forschen. Und Sie haben erleben persönlich und wissenschaftlich dann den Blick auf die russischen, auf die deutschen Freunde oder Kollegen, auch die Nichtfreunde. Wahrscheinlich gibt es ganze Listen
von Hinweisen, die Sie intern, privat und im Kollegenkreis hätten, wo wir nachbessern könnten in unseren Blickwinkeln, in unseren eigenen Doktrinen und Dogmen. Wir haben unsere deutsche Nachkriegsgeschichte und die Weltgeschichte uns sehr zurechtgebogen auf eine Doktrin hin. Da wäre es interessiert, ob Sie da Anregungen hätten, die vielleicht ganz anders sind, als wir uns das vorstellen können. Vielleicht können wir ein bisschen lernen. Das wäre wie so ein stilles Zweitgespräch. Haben Sie akustisch? Ist das angekommen? Also was kann ich sagen? Sehen Sie, wir sind mitten im Krieg. Ja? Und also Russland hat diesen Krieg begonnen. Ich habe also so ein Mitleid für die Ukraine. Also ich möchte wirklich also daran nicht glauben, was passiert. Welche Hinweise oder also was können wir jetzt machen? Wir sind mitten im Krieg. Also es ist, naja, ich bin eine Historikerin, also ich muss irgendwie ohne Emotionen oder sowas also das einschätzen. Ich kann das noch nicht. Also vielleicht bin ich schlimm als eine Historikerin, aber es ist noch nicht die Zeit. Ja? Ich habe gedacht, also das geht irgendwie schneller. Ich habe sehr auf Umsturz von Putin gehofft, also, aber das ist nicht der Fall. Sehen Sie, so naiv bin ich, also, aber ich will das. Ja, natürlich. Und also ich kann sagen, dass ich denke, die deutsche Seite, also die also Leute, die brauchen keine Hinweise oder sowas. Sie wissen, was zu machen ist. Sie haben ihre Vergangenheit also erlebt. Sie haben eine ganz neue Rolle in Europa also erarbeitet, ja, und verdient und so weiter. Sie wissen, was zu machen ist. Also ich hoffe nur, also, dass diese schwere Zeit vorbeigeht. Und dann werden wir alle wissen, was zu machen ist. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Wir müssen leider zum Abschluss der Veranstaltung kommen. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und die vielen Fragen. Ich möchte mich meinerseits, bevor ich an den Direktor noch mal übergebe, bei Ihnen beiden bedanken. Bei Ihnen, Herr Professor Kreuzberger, als Autor des Buches im Zentrum der Veranstaltung. Vielen Dank. Vielen Dank. Und bei Ihnen, Frau Timofejeva, für Ihren auch emotionalen Beitrag, aber auch die Stimme Russlands, die in dieser Diskussion genauso wichtig war. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Und Herr Dr. Schlaffer wird jetzt die Veranstaltung beenden. Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank, Frau Dr. Jannecke, für die kompetente und souveräne Moderation. Ich bedanke mich für die rege Teilnahme, für die Treue, die Sie unseren Veranstaltungen immer beigebracht haben. Und ich sage mal so, das Thema Russland, Sowjetunion hat uns in diesem Jahr bei mehreren Veranstaltungen bereits beschäftigt. Es wird uns sicherlich auch im nächsten Jahr weiter beschäftigen. Ich möchte jetzt schon darauf hinweisen, dass wir im kommenden Jahr eine große Sonderausstellung eröffnen werden, die heißt Overkill, Technik und Militär im Kalten Krieg. Und auch dort werden sich die jeweiligen Protagonisten wieder gegenüberstehen. Ich bedanke mich recht herzlich nochmal. Besuchen Sie uns auch nächstes Jahr. Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Vorweihnachtszeit. Morgen einen schönen Nikolaustag. Feiern Sie schön Weihnachten, kommen Sie, rutschen Sie gut ins neue Jahr und wir hoffen doch alle, dass dieser Krieg in der Ukraine auch nächstes Jahr hoffentlich zu einem Ende kommen wird. Gut wird das auf gar keinen Fall, aber dass zumindest ein Ende gefunden wird. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich, lade Sie im Anschluss ins Foyer zu einem kleinen Empfang beim Glas Wein ein und da stehen unsere Diskutanten sicherlich gerne noch der einen oder anderen Frage, Rede und Antwort. Vielen herzlichen Dank, alles Gute.